dass man mit denen nichts machen kann. Also ich denke mal, wir müssen ja einfach in die Kästen zuordnen, wie viele wohin gehören. Allein Und dann das muss hier, man da das, kommt. und das muss man dann so oft drücken. Ja. Ah ne, was mache ich denn da? Aber ist ja die Frage, was wohin gehört, ne? Das Also. ist, sieht nicht aus wie das Perso, ne? Nee, eher wie ein Handy, ne? So ein kleines. Also tun wir das einfach mal ein. Kannst du den da in den Schlitz rein? Oh. So, ich muss gleich wieder niesen. Das passt auch nicht hin. Junge. So. Jetzt ist die Frage, Ring. Ich sortiere die erstmal einfach hier ein, damit wir überhaupt was haben. Junge, wie so ein Trottel. Ich habe jetzt eine ganz dumme Theorie. Ja. O machst du die Ringe rein. In der Mitte, da ist ja auch schon so ein verdrecktes Ding. Also das ist alles sehr steinig. Und da legst du die Passporte rein, weil die sind ja alle verdreckt und rausradiert, wahrscheinlich mit den Steinen. Und links kommen dann die Smartphones rein. So, und wie viel da drin liegt, das drückst du dann. Digga, den wirft immer. Wir hatten nur zwei Passports, war das Ja, richtig? ja. Also sind quasi 3, 2, 3, oder nicht? Zwei, irgendwas fehlt noch zweimal, oder? Also Die eine mal hatte ja testen. gesagt, dass sie gerne Cocktails trinkt. Kann mir hier was machen? Da waren wir schon. Nee. Komisch und Ich glaube, diese Zahlen müssen wir dann hier eingeben. sind das für Zahlen? 1, 60, 60, 70, 80, 90. 70, 80, 90. Haben wir denn hier 60, 70, 80, Drei 90? Stück, 70, 80, 90, aber drei Stück. Wir haben ja keine drei Passports, indem wir dann indem wir die Jahres Ich die dachte nur, Zahl das ist die abmachen. Zahl hier. Oder ist es halt hier die 18, 19, 21, 20, 22 ist auch überall. Wofür haben wir erstmal Strom angemacht? Ich gehe erstmal oben kurz gucken. Weil das ist ja auch irgendwie nicht richtig, dass wir hier gerade nichts mit dem Strom gemacht haben. Vielleicht für später was. Aber ich gehe trotzdem nur noch kurz gucken. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht geht jetzt der Stimmenverzerrer dadurch überhaupt erst. Hi. Nicht, dass wir hier noch irgendwas vergessen haben. War hier irgendwas Wichtiges? Nee. Aber Oh. vielleicht irgendwie noch in dieser Geschichte, aber ich will die nicht normal hören, so. Ja, ich auch nicht. Also hier irgendwie von 2019 da der Merlot drin. Nehme ich mit. Überhaupt nichts. Dass das hier abgefallen ist, ist aber nichts, ne? Tja, eigentlich kann das nicht nicht sein, so, ne? Geh mal links in die Ecke da und guck mal rein, solange du das siehst. Da ist nichts. Oh, wir sind echt verloren. Ein Horror-Game. War das nicht so irgendwie? Wieder was gespeichert. Kannst du die Steine anklicken? Warte, mache ich gleich. Kann ich nicht. Aber Passport sieht doch schon ganz richtig aus. So von Joa. der reinen Form her. Das könnte passen. Besser als ein Handy. Ja, die sind halt viel zu groß. Hier ist ein Raucher dabei.
Das ist eine Weinflasche, triggert mich, dass da nichts ist. Oder ist, warte, leuchtet. Leuchtet irgendwas. Nee. Das ist nicht richtig. Guck mal auf die Weinflaschen, ob die irgendwie Jahre haben. Wie, ne? 2019. Sind alle 2019. Ja. Ja. Liegt auch nirgends ein Schlüssel, ne? Ja, das ist. Ne? Ich finde den Code so schwierig. Es muss ja das und damit, das muss ja irgendwie zusammen. Macht halt irgendwie alles keinen Sinn zusammen. Oh, ne? Ist wahrscheinlich am Alter. Frage ist nur, wann. Ja, aber auch da, wir haben ja keine drei verschiedenen Personen. Ja, das ist schon richtig. Geburtstag 2001, also kann die nicht älter als... Wann? 2025? Kann nicht älter als theoretisch, wann wird das Spiel gemacht? Tja, keine Ahnung, dieses Jahr. Irgendwas habe ich mit 2019 gelesen. Aber sind ja auch 2022 und so drin. Sagen wir so, die kann nicht älter als 21 sein. Ja, aber was hilft dir das jetzt? Aussortieren. Die ist möglich und nur diese Jungen hier. Ach, komm schon. Komm schon. War das braun? Augenfarbe braun. Die zwei, nicht hier. Rot, die fällt auch flach. Einer von denen hier ist das, von den beiden. Mit meinem Computer Spiele programmieren. Naja. Mit 12. Programmiert die da Spiele? Ja, klar, Digga. Klassisches Hobby. Sonst irgendwelche Hinweise? Nee, ne? 2021, 2020. Wer ist denn das? 2021? Warte mal. Fechten, Digga. Mich irritiert diese Zeile unten. 10a, 2022 und so weiter. Ja, da sind noch zu viele verschiedene. Macht alles alle keinen Sinn. Nee, irgendwie gar nicht, ne? Suchen wir nochmal hier. Was ist mit diesen komischen Fächern? Zum Betrachten. Datum. Wieso 13.2012, warum? 1999. Darum auf Expire. Haben wir hier 2022 zufällig? Ja, eins. Nur so, vielleicht 23. Das könnte sehr gut hinkommen. Augenfarbe braun. Die hat Augenfarbe braun. Das könnte die hier sein. Haare rot. Na, das könnte die hier sein. Ja, aber was machen wir dann? Das ist halt die Frage, was tun wir denn damit jetzt? Ist halt so, ja, und? Kannst du die, warte mal, kannst du diese Passwörter? Stimme, Kenner, drei Knöpfe, ebenso drei Ablageflächen, ob dort persönlich Gegenstände sortiert worden sind. Kannst du die, den Passport nehmen und den da beim Stimmverzerrer rechts auch irgendwie reinstecken? Kannst du ihn da benutzen? Halt deine Fresse, Spiel. Wirklich. Wie oben rein oder so? Ich habe gerade hier mehrere Optionen. Halten zum Interagieren. Andere Richtung ist einfach der andere Ton. Was eine Kacke. Ich check's gar nicht, Alter.
Wollen wir irgendwie was für. Was wir sortieren? Oder ist halt ein Strich? Ist ein Minus mal 0 oder was? Oder ist halt. Strich x 0. Das hatten wir oben zum Beispiel. Wir hatten ein x, ein 0 und 1, 2, 3, 4 Striche, glaube ich. Bei diesem Schieberätsel. Nur so. Ich sehe irgendwo zwischen den Steinen was. Nee, dann würde der ein Tipp lauten, du musst bei den Steinen hingehen, weil das das nächste ist. Gegenstände. Nicht, dass oben wirklich noch was liegt, weißt du? Ja. Gassi gehen und sowas. Weiß ich nicht, da war nix. Also. Mann, das wird halt das gleiche. Wofür ist das Rätsel? Aber soll das jetzt irgendwie triggern, dass wir halt diese weirden Gegenstände einfach in die Fächer legen und dadurch haben wir was? Denke nicht, weil, ne, du hast hier die drei Striche und dann so auf drücken. Muss das Handy vor das Ding halten? Das richtige Handy? Nimm es. Nimm, Bitch. Da kann man nichts erkennen. Wie wird man denn? Wenn man weiter weg steht, ne? Ich glaube nicht, dass es ein Telly ist. Man muss das schon einsortieren. Frage ist, wie? Ja, wir haben ja auch nichts wirklich zum Zuordnen. Die Handys sind einfach einzeln so. Kannst du auch nicht anmachen. Nicht, dass es diese Steine hier sind. Aber was das mit ist den schon ein Steinen? Tipp. Das ist schon ein Tipp, dass das hier was liegen soll. Hier passt ja keine Form so richtig rein, ne? Oben hatten wir auch keine solche Form. Nee. Und die Handys passen da halt auch nicht. Die sind alle zu fett. Kannst du mal im Shift-Tab machen? Muss man den genauen Namen von diesem Dreckspiel wissen, ey. Der kranke Kollege, ja, ist klar. Kranke Kollege, ich guck mal eben nach. Oh, was sind das denn eigentlich für welche? Diese Fußabdrücke? Das ist ein Weinregal, ne? Stimmt. Was sind das für Fußabdrücke? Normale. Mit so einem Wappen. Und irgendwie. Mit Reifenspuren. Weird. Katastrophal. Ich kann nur mal oben gucken, ob man da Gegenstände hat, die gleich der Form da entsprechend passen. Okay, hier, das ist natürlich interessant, guck mal. Gutes Versteck. Ja, hinter der Tür hier. Wenn du die aufmachst. Die Geldscheine war das nicht. Turnschuh kann das auch nicht sein. Hier haben wir noch ein Messer. Hier oben war es das schon. Oh Scheiße. He keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the gas tank. What is he up to? Yeah. What if he's A? I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is not coming today. Der Haarschneider kommt einfach nicht. Again, this is so annoying. If this happens one more time. Digga, dieses Rätsel, ne? Das ist einfach pure Verzweiflung. Was bedeutet aber dieses 17A 2020 zum Beispiel? Was bedeutet das?
Diese Zahlen halt drum. Weiß nicht, war das Casting vielleicht an dem Tag? Also da war das Casting, würde ich sagen. Was bedeutet denn 01C? Kandidat oder so. Boah. Das Spiel ist echt nicht für Normaldenkende geeignet. Gibt wohl drei Räume. Mathematiker. Den Rekorder. Ja. Sprachaktivierung. Du nimmst den Fotorekorder und hältst ihn vor die Sprachaktivierungspanel. Als ob. Ja. Anmachen. Warte. Wo steht das? Zum Links drücken. It's really frustrating. We've such a high demand for our goods. Und dann unten da die richtigen Button wahrscheinlich. We have to optimize before we lose customers. Alright, I'll schedule a meeting with Simon next week. Okay. Ich gehe oben drauf. Maybe I'm being paranoid, but I got the feeling someone is watching me. This man. He keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the casting. What is he up to? What if he's A? I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is not coming. Again, this is so annoying. If this ein Horrorgame. Sagt er das da vielleicht bei dem Recording irgendwie nochmal was? Lass mal. Selling cold. We're meeting tonight at our cafe at 9 o'clock. I really like her. I hope this time I can make it work somehow. The police were here. They said a man tried to break in earlier today. And someone was with them who claimed to have rescued me. What the fuck? I tried to act like a normal person and even offered an invitation for dinner. What was I thinking? That could be dangerous. Oh my god, what should I do? Good thing I've prepared for this. Das hat wundervoll geklappt. Persönliche Gegenstände, ja. Also die sagen hier auch 3-2-3. Also so wie wir es halt hingelegt haben. Das war richtig. Wir müssen den Sound, den Recorder. Also die Seite hier ist halt irgendwie auch nicht so ganz, ist irgendwie übersetzt oder so. Fotostudio, ne? Umgehen Sie den Recorder, das am Raum ist. Gehen Sie in der linken Tür zum Soundpanel und geben Sie 3, 2, 3 ein. Wobei 1 der untere Sound ist. Wie? Nehmen Sie den Rekorder, aktivieren Sie ihn und legen Sie auf das Soundpanel. Aktivator, aktivieren Sie den Sprachaktivator. Ach so. Stell das ein, leg das drauf und dann rechts in der Sicherungspanel aktivierst du den dann wahrscheinlich. Also ich mach den erstmal aus oder soll der anbleiben? Oh, ja, dann mach erstmal das einstellen. Dann das Rekorder anmachen. Ja, ich bin. Was ist denn das? Drücken oder nutzen? Mittlere? Zum Ziehen zum Drehen. Drücken. It's really frustrating. We've such high demand for our goods, but we can't deliver fast enough. Und jetzt das machen wir was? Ja. Okay, maybe I'm being paranoid, but I got the feeling someone is watching me.
This man. He keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the gas station. Ups. What is he up to? Das ist mega weird alles, Alter. What if he's dead? I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is not coming today. Again, this is so annoying. If this happens one more time, I swear. Selbst mit der Lösung kommt man nicht weiter. Ach, guck mal, hier brauchst du es zum Beispiel so und dann so. So, so ja, okay. Also irgendwie musst du das da eingeben, so. Das ist irgendwie genau da an dem Panel. Da musst du halt wirklich 323 angeben. So das gleiche, ne? Strich x0, Strich x0. 3, 2, 3. Warte mal. So, das ist jetzt wieder 1. Okay, dann gehen wir das links wieder, mach auch wieder auf 1. Stimmt, warte mal, die Reihenfolge der Hochtöne. Ja, ja, das muss ganz weit unten wieder sein. Jetzt weiß ich es, warte mal. Eins, so. Zwei, drei. Zwei. Eins, zwei, drei. Ey, Digga, ne? Es ist eine. Alter. Ah, jetzt hier. Guck mal. Du musst das Ding anmachen. Ja, ich weiß, aber der Chord ist das sogar das hier. Finde ich cool. Aber warte. He won't get his money. Sitting cold. Meeting tonight at our. Hallo, jetzt rechts die Sicherung nochmal, oder? Digga, oder was ist das denn hier? Da hinten? Das ist ein geiles Fotostudio, Alter. This time I can make it work somehow. The police were here. They said a man tried to. Passwort. So dein Passwort. Someone was with them. They claimed to have rescued me. What the. Da sind wir wieder. Wir haben leider ein bisschen verkackt und anscheinend auf Aufnahme abbrechen gegangen. Ich meine, das System, das Programm ist abgeschmiert. Genau. Leider gefettfingert, sagen wir so. Ja, wahrscheinlich gefettfingert. Also, wir sind auf jeden Fall schon weitergekommen. Wir haben hier den Code angegeben, sind dann hier in den Raum gekommen. Hier gibt es ein Fotostudio mit so einem richtig dummen Rätsel, in dem man hier so ein, wie heißt das? Maßstab? Ja, so ein Maßteil, wo man also, die Körpermaße messen kann. Also, ja, beziehungsweise nur die Höhe. Wo man die Höhe misst, das muss man hier an eine bestimmte Stelle stellen. Dann hat man durch den Schatten mit der Höhe, die man eingibt, hier das, dieses weiße Symbol, dieses hier und dann rechts das. Und das muss man dann hier, ich würde gerne rennen können, mein Gott. Konnte man hier machen und da hat man so Fototapes gefunden mit der Kamera und dann wusste man, welche Person das ist. Dann kann man hier rüber gehen, hat einen Code angegeben, den wir rausfinden müssten. Und hier haben wir jetzt so einen Online-Service gesehen mit Escorts Forever. Und da haben wir unsere Dame gefunden, die dort gelistet ist. Ach ja, übrigens gibt es ja auch noch eine Zelle. Sehr schön. Wunderschön. Mit so einer schönen Gravur mit Nina A. 25.11. Ja, jedenfalls konnten wir dadurch halt weiterkommen und hier rechts diesen Safe öffnen, der mit dem Code der Bodymaße war. Mhm. Ja, hier irgendwie. Schöne Bodymaße, by the way. 87, bla 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 bla, so. Und dann sind wir hier reingekommen, wo anscheinend die Mädels transportiert wurden in diesen Kästen. Versteckt mit. Versteckt unter, ich sag mal, Fake-Wein. Genau, versteckt unter Wein darunter geführt. Ja, jetzt sind wir gerade hier mittendrin, dass wir uns überlegen, okay, wo geht's hier genau weiter? Wir haben hier so ein paar Medikamente gefunden, wo überall auch Zahlen draufstehen.
Hier zum Beispiel ist eine 9 drauf. Oder 6. Oder B. Nee, das, nee, das, sein, das, ist, eine 9. Das ist eine 9, ja. Also das. Kannst du auch nicht so umdrehen. Ja, ich glaube, hier bei. Also das Ding hier, das wird wahrscheinlich so eine Art, welche Reihenfolge man gehen muss. So. Ja. Gib mal das ein von oben. Das war, glaube ich, 3, 4, 1, 2. Das ist 3, 4, 1, 2. Einfach draufklicken. Hier. 3, 4, 1, 2. Einfach drum. Das war nämlich der Code von unter der Schublade. Ja, aber die werden normalerweise nicht wieder benutzt. Normal, also in Escape Rooms ist ein Code, ein Code. Und da habe ich noch nicht geguckt bei der Pizza.